Leute, was geht? Neues Tinder-Video mit RTL-Stars. Oh, nee, Reality-Stars. Ah, ich weiß ja nicht. Wann kommt Huda endlich wieder? Gucken wir mal, ob das zu aufgedrückt ist, weil man ja weiß, dass das Schauspieler sind oder nicht. Let's go. Nolia! Nolia, Burda! Durun! Nolia, wie durun ja? Noldu! Ladies and Gentlemen, dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Heute haben wir was ganz anderes. Und zwar Tinder auf meine Art auf dem World Club Dome. Promi-Tinder. Ich würde sagen, wir checken jetzt einmal die Männer ab und ihr... Eins in den Chat, wenn ihr keinen einzigen davon kennt. Ihr applaudiert, okay, Mädels? Also, das sind unsere Männer, die Single sind. Applaus! Oh mein Gott, guckt sie euch mal an. Einer hübscher wie der andere. Ey, ich nehm zurück, das Cosimo! Digga, und das Playboy 69 oder nicht? Digga, die kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht. Cosimo kennt ihr aber. Boah, guckt ihr euch mal. Bruder, Cosimo ist mies lustig. Okay, von den Eulen kenne ich niemanden. Du bist Bescheid, Tinder auf meine Art. Ladies first. Hi. Hi. So, stell dich mal vor. Doch, Lars, wird lustig. Hier? Nathalie, woher kommst du? Aus Köln. Weißt du, warum du heute hier stehst? Nein. Ich verrat's dir. Du checkst diesen Typen einmal von oben bis unten ab. Really ja! Cosimo, Alter! La Cosimo! Ich schwöre, Cosimo, wenn du das hier siehst. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber Walla, ich würde mit dir einen Podcast richtig gerne drehen wollen. Über die Bushido-Zeiten damals und so. Über alles so erzählen. Hat ich mal ein kleiner Junge, wo ich diese Videos gesehen habe. Ist ja mies lustig auch so bei DSDS und so. Das ist richtig geil, Mann. Schreib ihn auf Instagram, dass er kommen soll. Daten, ja, nein, begründe. Ich würde ihn sofort heiraten. Du willst ihn sofort heiraten? Sofort. Ist ja genau dein Typ. Genau, dieser Stil, dieses Lächeln, diese Walla Legende, Memo. Ich hätte jetzt gefragt, was dein Traummann ist, aber du sagst, er ist es. Ja. Okay, crazy. Dann hören wir uns mal die Meinung von ihm an, ob es genauso ist. Okay, ich bin vielleicht gespannt. Wird sie ein Date. Wer weiß? Boah, crazy sympathisch. Gehen wir eins weiter. Hey, Gigo, stell dich mal vor. Ich bin der Checker vom Necker, der DSS Cracker, Stuttgarter Rapper. Boah, shit, man. Stuttgart, stimmt. Ich, oder? Überall, Bruder, du weißt, einmal drehen und dann stehen bleiben. Okay, dann weißt du ja, check sie mal ab, einmal von oben. Ja, ist mies lustig. Vielleicht bin ich einfach hängen geblieben bei euch, aber ich finde den lustig. Bis unten. I've been really trying, baby. Cosimo, Date oder nicht? Auf jeden Fall, Bruder, das ist wie Mischung von, wie heißt es, Shakira. Ach, bei Mikrofonstörung, ja, hast du mich gefickt? Bios. Einfach Beyoncé und Shakira-Mischung. Okay. Die Hit-Alaktion. Yes, die andere Kardashian. Bruder, die hat alles, was eine Frau haben muss. Sie hat gesagt, du bist ihr Traummann. Beyoncé. Traumfrau, schau dir an, Bruder. Beenden wir das mit einem Kuss? Auf jeden Fall. Nein! Kein Kuss! Nein, Kuss heute nicht, Bruder. Bitte nicht! Oh, so schön, ich krieg Gänsehaut. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Hi. Ich bin Isabella Luna. Und ich bin... Isabella! Sind in der Messerabend! Irgendwie gerade in diese Show reingeraten. Was passiert hier gerade? Normalerweise läuft das ganz don't anders judge me, ab. Don't judge me. Doch, full judge dir. Wir sind hier auf YouTube, Mann. Normalerweise hättest du jetzt Talahons vor dir. Ja, Mann, das ist genau mein Ding, Habibi. Wo sind die Talahons? Wir sind hier auf dem Elektrofestival. Hier gibt's... Halt's Maul, Oma. Keine Talahons. Ach, warum bin ich denn so, ja? Als Small Oma. Der war hart. Ah, Billa, da musst du auf die Zeil kommen. Gib mal Herkules einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Hat jemand Nippel bestellt und einen Teddy? Nee, ich nicht. So, wie heißt du nochmal? Warte mal, mein Nippel hat mich, bäh. Isabella Luna, wie kannst du das nicht wissen? Ich bin ein Star. Okay, Isabella Luna, sag mir, ist es dein Typ? Date, ja oder nein? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, ob's ein Talahon ist, weil er nackig ist. Vielleicht hat er ja so tagsüber so Gucci-Tasche und so. Wollen wir ihn mal fragen? Oma, bitte. Das ist ja offiziell kein Talahon gegenüber von dir und hängst so viel auf TikTok. Mach mal was anderes, geh mal irgendwas stricken. Ja, frag ihn mal. Herkules, komm mal her. Bist du ein Talahon, Habibi? Guck mal, sie hat eine Frage. Wir müssen doch jetzt, diese Talahon ist doch gerade hin. Ich muss jetzt wissen, ob du ein Talahon bist, weil man sieht's nicht, weil du ja... Oder bitte, der Talahon-Witz macht doch gar keinen Sinn bei ihm, ja! Nackig bist. Niemals bin ich ein Talahon, niemals. Was bist du? Ich bin Hybrid aus Deutsch und Türke. Hybrid aus Deutsch und Türke? Ja, gut, auch als Talahon durchgehen, oder? Reddit ist auch gesagt, Reddit ist da. Ja, natürlich. Ah, okay. Sehen die aus wie ein Star? Ja. Sieht sie auch aus wie ein Star? Ich bin lecker, bist du. Guck mal, der beißt sich so. Auf die Lippen. Aber ich darf nicht zu viel flirten. Wegen Erdogan.
Checked up. Oh yeah. Ja, halt, du sagst es, zwei schöne Cringe-Lords. Okay, also ist er dein Typ? Ja, ist auf jeden Fall ein Hübscher. Wir mussten deinen Traum... Wisst ihr, was das Ding ist bei solchen Menschen? Guck mal, ich mache mich immer gerne lustig und ich sehe mich als den Kleinsten. Guck mal, ich bin so ein kleiner Mann. Kleiner Mann mit Hut. Ein kleiner Mann mit Hut. Aber die denken halt wirklich, die sind's, Bruder. Bei Cosimo sag ich mal, Cosimo kennt man. Aber die haben ein Ego, Bruder, das ist verrückt. Man sieht denn das voll an. Warum Typ optisch aussehen, beschreib mal. Ich stehe... Oder zeigst du mit dem Finger auf ihn? Es gibt keine Optik. Wenn ein Typ cool ist, ist er cool. Ist mir scheißegal. Guck mal, was er macht. Okay, er kann mit den Titten zucken. Bak macht das, Walla sogar macht das nie wieder. Das soll er nie wieder machen in seinem Leben. Yalla Date. Wir hören uns. Yalla Date. Ist die Meinung mal von ihm. Ciao, wir haben zwei Teddys. Komm trotzdem. Ja, komm, verpiss dich mal jetzt. Danke. Zu dir. Ich muss gucken, ob ich hübsch aussehe. Geh mal nach Hause, ja. Geh mal stricken, Mann. Strick dir ein passendes Unterteil. Danke. Ja, stimmt ab unter dem Video. Bin ich hübsch oder nicht? Herkules, stell dich mal vor. Mein Name ist Osan, bin aus Hamburg, 28 Jahre alt. Osan? 28, ja, Bruder. Digga, Bak, ich werde jetzt am Freitag 27. Also, guck mich an, guck ihn an, okay, er hat einen super Körper, Digga. Aber so dieses, das Leben, es ist einfach ein anderes Leben, was sie so führen, so. Es passt einfach nicht. Du bist Türke? Ich bin Türke. Okay, crazy, du weißt ja, wie es läuft. Check sie mal ab, einmal von oben bis unten. Sie ist immer noch hier. Guck mal, sie redet immer noch. Gut, dass ihr die stumm gestellt habt. Okay, Osan, sag mir, ist es dein Date? Ja oder nein, begründe. Ja, na was du... Auf jeden Fall ein geiles Set, also ein geiles Outfit. Aha. Mag ich, gefällt mir. Eine schöne Ausstrahlung. Ich mag die Mutter mal hier. Kann jemand seine Tante abholen? Er steht auf dein Muttermal. Digga, du bist so unangenehm! Du bist so unangenehm! Ich finde sowas süß. Ja, okay, das, ja, danke, es freut mich. Weil, sag doch warum, weil das macht sich einzigartig. Okay. Wissen, Mann, das macht dich aus. Dankeschön. Eine schöne Ausstrahlung. Jetzt bin ich verliebt. Oh, einfach auf Krampf reden. Einfach reden. Dann sei mal ehrlich, wie sprichst du Frauen an? Also wenn dir eine gefällt. Er zuckt sie an mit seiner Brust. Also ich geh einfach hin und sag, hey, was geht ab? Sag, hey, zeig mal. Ich sag, hey, was geht ab? Hi. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, wie heißt du? Ich bin dann immer ganz schüchtern auf einmal. Ich heiße... Komm zu den nächsten. Ich dreh durch sonst, so. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, Jungs. Walla. Einer soll bitte ihre Oma abholen. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Yvette Mons. Yvette Mons. Yvette Mons. Yvette Mons. Ja. Noch nie sowas gehört? Yvette Mons? Das ist mein Name. Yvette Mons? Stabiler Künstlername. Nicht? Yvette Mons, check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Yvette Mons, ist es ein Date? Ja, nein? Ich muss was sagen, ich bin vergeben. Danke für deine Bereicherung bei diesem Video. Ja. Aber ich sag meine ehrliche Meinung so. Ne? Wegen dem Jogginganzug safe, ja. Wegen dem Jogginganzug safe, ja. Ja. Yvette Mons, an der Stelle, am Freitag kommt der Basic Restock. Wir haben auch schöne Farben. Falls du Jogginghosen brauchst für deinen Partner, der in deiner Beziehung ist, kannst du mir gerne schreiben. Jogger geil. Wie lange bist du schon vergeben? Oh, 12 Jahre. 13. Wow, was 13, meinst du, was stark. Dein Freund macht, wenn er das sieht? Der lacht dich kaputt. Echt? Cool. Stabiler Freund dann an der Stelle. Cool, ey. Haben wir aber dein Einverständnis? Ja. Sehr cool. Ja. Dann hören wir uns mal die Meinung von ihm an. Stehst du auf Leute, die tanzen? Ja. Okay, wir gucken mal, wer tanzt. Ja, so. Ey, yo, motherfucker, man. Hey, what up, man? Hey, what up, man? Stell dich mal vor, ey, motherfucker, man. What up, it's the boy Breezy. It's been a Breezy. Chris Browns Cousin einfach. Breezy. Meinst du nicht wegen seiner Keule, sein drittes Bein? Sehr ehrlich, wie lange ist der? Du hast Hälfte längs nicht aus der Reihe. Du bist 28, mein Bruder. Warum redest du über andere Keulen? Onkel. Breezy, check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying. Ein mieser Cringe-Lord, Digga. So, sag mir, ist es ein Date, ja oder nein, begründe? Ja, weil sie strahlt. Sie strahlt? Ja. Nicht nur wegen ihrem Outfit, sondern innerlich. Yeah. Hör dir das mal an. Also ich würde dich daten, weil du strahlst. Ich hab eine Ausstrahlung. Genau. Ja. Gute Ausstrahlung. Ist deine Charakter auch so? Ja. Alright. Definitiv. Then it's a match. Es gibt aber... Not a match, because she's in a relationship, my brother. Kein Problem. Yeah. What problem? Ich bin glücklich verheiratet. Ach, verheiratet sogar. Oh, shit. The party's over, man. Aber vielleicht findest du ja so eine. The party's over. Sie hat, party's also, over, wir gut. Haben gesagt, sie steht auf Jungs, die tanzen können. Ja. Willst du einmal loslegen? Let's go. Also er tanzt einmal. Heide, bisschen Unterhaltung, tanz mal ein bisschen. Runde für sie. Er lässt ihn einmal ein bisschen tanzen. Komm. Wurde wahrscheinlich geclaimed. Ja, das sollte man als verheiratete Frau machen auf jeden Fall.
Gut, gut, weiter. Weiter so, weiter, weiter mit Tanzen. Liebe Grüße an den verehrten Mann an der Stelle. Weiter so. Stark, sehr, sehr stark. Sehr stark. Sehr stark. Am besten nächstes Mal ganz ohne Musik. Macht richtig Sinn. Tanze zuzugucken ohne Musik. Ich mach mal den Beat. Bum, bum, ja, Tanz, bum, bum, Tanz. Tanz, 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 mach dich zum Affen, Tanz, Tanz weiter, ja, stark, genau so, genau so, genau so macht man sich zum Affen, genau so macht man sich lächerlich, weiter so. Wir machen weiter, yes. Sir. Weiter so, Bruder, weiter so. Hi. Aha. Hi, ich bin die Alexa aus Mannheim. Alexa aus Mannheim. Alexa, reagierst du auch wie die Alexa? Nein, ich hab Feierabend heute, also keine Musikbestellung, bitte. Komm mal ein bisschen näher zu der Alexa. Was, ist die DJ? Hab gleich zugehört. Alexa, weißt du, was heute deine Aufgabe ist? Ich hab da so einen heißen Mann gesehen, da hinten. Echt? Da hinten? Ja, da hinten, der mit der Brille. Okay, gegenüber. Den checken wir jetzt einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Alexa, was sagst du? Ist es dein Date? Ja oder nein? Ja, aber ich bin so ein bisschen schüchtern. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich heiß findet, meinst du? Findest oder? Du ihn heiß? Ja. Erstmal die Frage so. Ja. Wie muss dein Typ optisch aussehen? Ja. Schwarze Haare, so Haare auf der Brust am besten. Ich glaube, das hat er, oder? Ja. Was arbeitest du? Ja? Ich bin selbstständig, okay. Tattoo-Model und Tänzerin, ja. Kannst du auch tanzen? Kannst du einen Spagat? Ja, ich kann euch was zeigen nachher. Zeig mal. Nein, zeig uns alles, okay, Spagat, bitte. Nachher. Ja? Nachher. Dann hören wir uns ihn erstmal. An ihm, ja genau. Okay. An ihn. Oh, Playboy 51. Ja, Playboy 51, Bruder, ist legendig. Hanne, ich glaube, er ist doch schon 50, aber er ist trotzdem korrekt, so, weißt du, ich meine. Du bist aus Frankfurt, Digga. Oh, alter Vater. Dein Name hat Musik. Du weißt ja, was deine Aufgabe heute ist. Die meine findet auch dich so heiß, hat sie gesagt. Bruder, ihn kann ich nicht wissen. Legende. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sag mir, ist es ein Date? Ja, nein, begründe. Digga, die Alte ist eine 6, das ist eine Granate. Das ist das Geilste, was ich jemals Leben gesehen habe. Eine 6? Echt? Ich hab dir meinen Lieblings-Teddybär mitgebracht, mit dem schlafe ich immer abends. Und dieser Teddybär, wer den hat, der hat den Schlüssel zu meinem Herzen. Und der Teddybär gehört hier. Komm her, Baby. Komm her, mein Schatz. Hey, ich bin der Juxel. Wie heißt du? Alexa. Aus Frankfurt, wo kommst du her? Mannheim. Aber Juxel, bist du Single? Ich bin Single, ja. Hör mal zu, diesen Teddybär. Single bis zum Tod, Bruder. Er wird bis 80 so durchziehen. Hab ich mir selber gekauft. Und er steht jeden Abend bei mir. Und wer diesen Teddybär hat, den ist mein Herz. Was passiert dir? Ja, mein Engel, den will ich ja schenken. Wirklich? Ja, nur du kriegst den. Wenn du den hast, du hast den Schlüssel zu meinem Herzen. Oh, Juxel, das ist voll süß, aber würdest du deine Nummer draufschreiben? Nicht Juxel, Juxel. Ich dir was zeigen. Ja, der Spagat. Nein! Kırk yaşındaki kadına bakın. Allah aşkına bitti, kurma bitti. Bura 40 yaşındaki kadına baksanız Allah aşkına. Yüksel abi ne yaptın Bura? Yüksel abi hastanız gibi. Allah Yüksel abi hastanız gibi. Yüksel abi lan ne şey bu işte das Video beğendim. Ne böyle das... Videos von Fatima für Mark reagiert sein. Dann gibt dir wieder einen Daumen hoch auf den Kanal. Wir sehr freuen, wir sehen uns morgen wieder. Passt auf euch auf.